traurig, ich weiß. So, da ist er wieder. Aber ich warte erstmal. Ich hole mir den jetzt noch nicht zurück. So, das sind Medusen, die greife ich ganz sicherlich nicht an. Ah, fuck, und jetzt habe ich auch noch vergessen zu bauen. Was ist denn heute los? So. Einmal das Stadtrathaus. Ach komm, scheiß drauf, ich baue ihn trotzdem wieder. So, als Scout kann er vielleicht trotzdem noch nützlich sein. Oh, schau mal an, siehst du, hat er schon was gescoutet. Eine kleine Säule, die uns die dunklen Gänge der Unterwelt erhält. So, hier an das Ding gehen wir nicht ran, weil da können wir nur, da können wir Einheiten opfern gegen und kriegen dafür Erfahrung. Ah, das bringt uns ja eigentlich jetzt noch nichts, weil wir haben ja so gut wie gar keine Einheiten. Zum Glück habe ich mich am Anfang für den Magier-Turm entschieden. Denn jetzt in der Runde, in der ich nichts gebaut hätte, hätte ich den normalerweise gebaut, aber naja. So, du nimmst dann mal schön die Mine da ein. Und hier bauen wir das Schloss auf. Dann können wir in der nächsten Runde das Kapitol bauen und hoffen, dass es besser wird. So, versuche ich es bei dir nochmal oder... Nee, lieber nicht. Nicht, dass das nochmal in die Hose geht. Natürlich. Und bei dem wollen sie mitgehen. Das gibt's gar nicht. Also ist ja jetzt nicht schlecht, aber... Halt unendlich dumm. Das habe ich jetzt gerade erst gesehen. Hier ist ja ein Tor zur Oberwelt. Ich hoffe mal, dass da auf der anderen Seite Wachen sind, weil nicht, dass da jetzt einfach jemand reinlaufen kann und uns unsere Burg wegnimmt. Ein Berater tritt an euch heran. Wir haben eine Meldung erhalten, dass Kriegsschiffe aus Enrod an der Südküste Eradias gelandet sind. Momentan wissen wir noch nicht die Größe der Flotte oder wer sie befehligt. Wir wissen aber, dass diese Flotte nicht von Rowland Ironfist kommandiert wird. Das wissen wir doch schon aus dieser Intro-Sequenz. Mensch, sind die uninformiert. So, wir bauen. Puh, was bauen wir denn? Bauen. Ja, komm, lass uns das bauen. So, zack, zack, zack. Alles schön. Und du holst die Troglodyten ab. Boah, das sind so wenig. Ja, komm, wir geben sie trotzdem alle dir. Du, Gunnar! Geiler Name. Gunnar, du bildest jetzt unseren Stoßtrupp, um Angst und Schrecken hier im Lande zu verbreiten. Wir hoffen jetzt mal, dass es auch aufgehen wird. So, du verkriechst dich hier drin erstmal. Du kannst nicht weiter, nicht viel mehr machen. Die Kreaturen sind vor eurer diplomatischen Sprache beeindruckt und machen ein Angebot. Alle 24 der Betrachter werden eure Armee für die Summe von 6000 Gold beitreten. Nehmt ihr an? Natürlich nehme ich an. Das sind zwar extreme Unkosten, aber für den Anfang des Spiels ist es erstmal ein gewaltiger Push. Der hat gar keine Diplomatie, sehe ich gerade. Den wollen die Leute mitgehen. Das finde ich ja mega geil. So, wieso kann ich hier nicht ran? Ah, weil ich da gegen die Greife kämpfen muss. Aber das... Was ist denn hier los? Der irgendwas? Logistik und Taktik. Wieso wollen die hier alle mitgehen? Das ist ja ultra geil. Gunnar, du gefällst mir. So, bauen lässt sich hier nichts mehr. Hier lernen wir noch einen kleinen Zaubersprung. Ich glaube, jetzt stoßen wir mal vor in die Oberwelt. Was müssen wir eigentlich machen? Hier. Szenario-Beschreibung, genau. Um zu gewinnen, müsst ihr alle feindlichen Städte einnehmen und alle gegnerischen Helden besiegen. Oh, das ist sehr schön. Das schaffen wir, glaube ich. So, komm, wir rüsten nochmal unsere Troglodyten auf und dann stoßen wir vor in die Oberwelt. Zack und go. Halt. Die können wir noch zusammenfügen. 28 allein bringen uns nichts. Oh, es ist doch nicht bewacht, aber hier ist ein, wie heißt der Ding, ein Seher, eine Hütte des Magiers.
Vielleicht bringt der uns ja was. Vielleicht kann der uns weiterhelfen in unserer Mission. Ist das ein Zwei-Wege-Monolith? Da können wir also reingehen. Ihr betretet eine wackelige Hütte und unterhaltet euch mit dem Magier, der dort lebt. Er erzählt euch von Orten nah und fern, die euch auf eurer Reise nützlich sein könnten. Oha. Oha. Oh, Engel. Oha. Okay. Also wir haben hier eine Magierburg, eine Menschenburg und eine Elfenburg. Und jetzt sind wir ganz woanders. Nee, hier nehme ich mal das Geld mit. Oh, und hier ist noch was. Noch eine Burg. Castellatos. Okay. Kommen wir hier rüber? Nö. Aber wir sehen jetzt hier unsere Gegner. Okay. Wir können ja jetzt also nur wieder zurück. Hätten wir jetzt sowas wie Boot herbeirufen oder Wasser wandeln, könnte ich einfach rübergehen. Das wär richtig badass. Aber leider können wir es nicht. Wir müssen also einen anderen Weg finden, dahin zu kommen. Aber ich glaube, das sollte machbar sein. Ach Quatsch, was mache ich denn? Ja, nein, abbrechen. Oh, Knarf. So, hier rein will ich. So, hier oben sind Medusen und hier sind Augen. Vielleicht wollen die Augen wieder mitgehen. Das wäre richtig schön. So, wir bauen hier mal genau das. Oh, noch ein Gegner. Den kennen wir schon. Und es ist die Erdhägelwache. Und die wollen mitgehen. Das ist ja unglaublich. So, eine weitere Erzmine gehört uns. Und eine neue... Ah, das ist die Burg, von der gesprochen wurde bestimmt. Dass da eine lang verschollene Kolonie ist. Oder wie auch immer die das genannt haben. So. Oh, wir haben keine Kohle mehr. So, die eiern hier rum und machen nichts Tolles. Das freut mich. Ah, da können wir einfach reingehen. Und uns ein paar Einheiten absnacken. Das ist schön. Komm, ihr wollt auch... Oh, ihr wollt nicht mit. Das ärgert mich. So, bevor ich hier oben durch das Tor gehe, schaue ich mich erstmal noch ein bisschen um. Die wollen leider alle nicht mit. So, was haben wir hier noch im Angebot? Irgendwas, was da noch, die Minotauren. Ach, ich habe ja schon wieder kein Geld. Oh. Zum Glück kostet die Städteverwaltung nichts, wie es eigentlich der Fall ist. So. Mit euch könnte ich ja jetzt... Ich könnte ja jetzt hier noch die ganzen Augen holen. Hm. Mache ich das? Nee, ich glaube, ich stoße mit dir hier erstmal vor und dann, wenn es notwendig wird, dann kaufe ich mir halt noch einen Helden, der die ganze Zeit immer nur die Einheiten kaufen wird. So, du kaufst jetzt aber nochmal die Augen hier. Zack. 73 Betrachter. Muhaha, eine unbesiegbare Armee. Oh, der sieht gefährlich aus. Darkstorm. Ich weiß nicht, hat man sich da vertippt und es sollte eigentlich... Storm heißen oder ist Dawn schon richtig? Hm, wir werden es niemals erfahren. So, haut ab oder geht mit? Sehr schön. So, wo geht's denn hier lang? Ich gehe immer noch nicht in das... Oh. Traue ich mich? Ach komm, ich mache mir mal den Spaß. Ich glaube, das war ein dummer Spaß, weil das hier sind... Ja, ich weiß, wie Taktik funktioniert, weil das sind ja schon Scorbicorn. Okay. Und unsere Troglodyten dahin. So. Oh Gott, ich habe gedacht, der kommt bis rüber. So, 60 Punkte macht das Ding nur Schaden. Das kotzt mich ein bisschen an. Und unsere Habien machen auch nicht gerade den größten Schaden. Nein! Wieso? Aua. Ja, komm, greif den Scorbicorn an. Yes, unsere Troglodyten kümmern sich darum. Sehr schön. Aua, das... Na gut, das geht. Mist, ich habe gedacht, unsere Überläufergreife schaffen das, aber so müssen die nochmal nachhauen. Naja, gut, das geht ja.
Yes. Da gibt's da gar kein Wenn und Aber. Natürlich nehmen wir die Feuermagie. So, ich habe keine Kohle, um meine Burg auszubauen. Das kotzt mich ein bisschen an. Dann kriege ich so eine Scheiße hier. Ich will Geld haben. So, einmal Schwefel für uns. So, und... Das gibt's doch nicht. Wieso kriege ich denn kein Geld dafür? Medusen. Viele Medusen. Nee. Da gehe ich wieder. So, können wir denn überhaupt irgendwas bauen? Mantikoren können wir bauen. Also, das lohnt sich doch jetzt schon. So, ich gehe immer noch nicht in das Tor rein. Ich will erst hier alles gesehen haben. Ach, schade. Ich habe gedacht, die wollen mitgehen. Jetzt bin ich ein bisschen geil drauf, weil... Wie oft das jetzt am Anfang geklappt hat, da ziehe ich das jetzt durch das ganze Spiel. Und denke, dass jetzt immer wieder alle mitgehen wollen. Achso, da habe ich kein Geld dafür. Hier könnte ich mir nochmal einen 1000 Erfahrungspunkte Boost geben, aber ich sehe das jetzt nicht ein, das ist nicht nötig. Kann ich hier überhaupt was bauen? Da kann ich das Rathaus bauen, das bringt uns doch was. Das habe ich dann in 5 Tagen wieder rein, das Geld. Ach Mann, wieso fliehen denn jetzt immer nur noch alle? Boah, die Karte ist ganz schön groß, sehe ich jetzt erst. Ich hoffe mal, dass ich nicht zu weit von meiner Burg wegmache und dann die Leute hier einfach mal durch das Tor reinkommen oder so. Das wäre echt bitterlich. Jawoll, die wollen mitgehen. So, ich... Oh nein, jetzt baue ich erstmal nichts. Morgen ist Bevölkerung. Ui. Der macht einfach mal so Königsgreif weg. Ein Bote berichtet, es wird gemeldet, dass die enrodianischen Streitkräfte im Süden von Catherine Ironfist, der Tochter des König Greifenherz von Erratia, angeführt werden. Sie hat eine große Armee unter sich und bereits einen Brückenkopf an der Küste etabliert. Wir müssen sie aufhalten. Was machen wir? Also, ich hoffe es doch. Wir arbeiten darauf hin. So. Gott, wir sind erstmal bei der Hälfte. Was ist denn hier? Achso, hier sind Augen. So, du gehst nochmal zu den lustigen Höhlenbewohnern und ich glaube, da ist auch immer eine Woche rum. Bis der hier an diesen 3 Behausungen war, sind 7 Tage rum. Komm, geht mit. Meisterhaft Logistik, sehr, sehr schön. Und eine Holzmine. Mühle, nicht Mine. Ach, wieso will denn keiner mehr mitgehen? Oh, cool, noch eine Burg von uns. Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Wie viel denn hier sind? 1, 2, 3 und hier oben sind bestimmt noch 2, so wie ich die Karten kenne. Die sind doch immer so symmetrisch aufgebaut. So, ein Rudel Medusenkönige. Siehst du? Noch eine Burg von uns. Sehr geil. Oh, und schwarze Drachen. Beschützt die Harpien. Quatsch, die Augen. Attacke. So, die fliegt rüber, dann kann die hier angreifen. Und ich glaube, unsere unsere Greife kümmern sich um den Rest. Nein, das gibt's ja nicht. So, das müsste doch jetzt reichen. Ja. Sehr schön. Einige schwarze Drachen. Das klingt gefährlich. So, was haben... Oh, hier ist Magie Stufe 2 schon gebaut. Und Minotaurenkönige. Na, sehr geil. Das freut mich. So, mehr gibt es hier aber nichts. Klar, kommt nicht. Die Preise sind zwar immer extrem übertrieben hoch, aber wenn ich das Geschenk kriege, dann von mir aus. So, warten und töten. Zack. So, die nächste Siedlung, die unser ist. Und wir können hier gleich das Kreisrathaus bauen. Und 20 Harpienkönigin. Schick. So.
Nee, gegen die dreh dich lieber nicht an. Du gehst mal runter und holst den Rest unserer Bevölkerung ab. Wir haben unsere Bevölkerung noch nicht gebaut. Es ist Tag 3 der Woche und wir haben nur noch 4800 Goldstücke. Irgendwas läuft hier falsch. Ich müsste dann eigentlich auch bald mal wirklich nach oben durchdringen. Klar, kommt mit, ich hab's doch. Nach oben durchdringen, um zu verhindern, dass unsere Gegner zu übermächtig werden. Wenn das nicht schon passiert ist. So, ihr wollt auch mit? Klar, kommt mit, vor allem immer... Verdammt. Shit. Ich hau die Minotauren raus. Ich weiß, das ist eigentlich richtig dumm, aber egal. Ich mach's einfach. So, jetzt habe ich keine Kohle mehr. Und es will auch sofort niemand mehr mitkommen. Na, so ein Zufall.